Wir sind hier im Arbeitszimmer von Friedrich Dürrenmatt mit seinem großen Arbeitstisch. Da lagen immer zwei Stapel Papier, einer zum Schreiben, einer zum Zeichnen. Und wenn er nicht weiter wusste beim Schreiben, hat er weiter gezeichnet. Und das zeigt diese Komplementarität in seinem Werk, das heißt der Dialog zwischen seinem Bildwerk und seinem literarischen Werk. Als Kind wollte Friedrich Dürrenmatt Maler werden. Und eigentlich erst im Alter von 25 Jahren hat er sich entschieden, Schriftsteller zu werden. Aber das Spannende ist, dass er nie aufgehört hat zu malen und zu zeichnen. Aber das blieb seine private Leidenschaft. Das bedeutet, er hat praktisch zeitlebens nicht ausgestellt, hat keine Bilder verkauft, seinen Freunden allenfalls Bilder verschenkt. Und dieses Bildwerk ist eigentlich im Schatten seines literarischen Werkes entstanden, war aber keine Nebensache, so wie er das selber erklärt hat. Es waren die Schlachtfelder seiner literarischen Kämpfe. Und die breite Öffentlichkeit hat eigentlich erst verstanden und gesehen, dass Dürrenmatt auch gemalt und gezeichnet hat mit der Eröffnung unserer Centre im Jahr 2000. Also Dürrenmatt war ein großer Kenner der Astronomie und das ist sein persönliches Teleskop, das immer hier in seinem Arbeitszimmer stand. Und nachts hat er den Himmel beobachtet und manchmal tagsüber von seiner Terrasse aus in der Maladière im Fußballstadion seinen Lieblingsclub Neuchâtel Xamax, wobei das für ihn kein Sport war, sondern Theater. Friedrich Dürrenmatt hat fast 40 Jahre bis zu seinem Tod hier in Neuchâtel gelebt. Er hat seine germanophonen Wurzeln nie vergessen. Er hat immer auf Deutsch geschrieben und auch auf Deutsch gelesen. Also der 100. Geburtstag von Friedrich Dürrenmatt gibt uns die Möglichkeit, bisher wenig bekannte Facetten vom Schriftsteller und Maler zu zeigen. Auf dieser Basis haben wir auch unsere permanente Ausstellung neu gedacht. Mit der neuen Hängung möchten wir auch zusätzliche Techniken zeigen, aber auch Themen, die eben tragend sind im Werk von Dürrenmatt, beispielsweise die Mythologie, die Religion, tragend nicht nur im Bildwerk, sondern auch in der Literatur. Und dazu kann man diese interaktive Station bedienen und kann zusätzlich schauen, was zum Beispiel zum Thema Atlas, zum Thema Minotaurus durch Dürrenmatt geschrieben wurde. Dieser Teil ist auch neu gestaltet. Hier geht es vor allem darum, Dürrenmatt als Dramaturge zu zeigen. Einerseits mit seinen Hörspielen zu den verschiedenen Theaterstücken und andererseits haben wir hier in diesem neu gemachten Schaudepot auch die Möglichkeit, zusätzlich Theaterzeichnungen zu zeigen. Dieses Schaudepot funktioniert so, dass die Besuchenden einzelne Schubladen selber öffnen können. In dieser Ausstellung wollten wir vor allem die Zusammenhänge von seiner Innenwelt und seiner Außenwelt aufdecken. Er reiste für das Theater durch die ganze Welt und auch für sein Engagement und seine Stellungnahmen in einem sozialen und politischen Kontext.